Camunas hat ein Interpretationszentrum für das Frühleichnamsfest der Sünden und Tanze. Eingebaut in ein modernes ockerfarben strukturiertes Sichtbetongebäude fügt es sich perfekt in das umliegende Bauernhaus ein. Die mündliche Überlieferung besagt, dass sich an der Stelle, an der sich heute das heutige Gebäude befindet, ein altes Krankenhaus des Malteserordens befand. Wir wissen von seiner Existenz aus den Beziehungen von Felipe II. Und dem Kataster von Ensenada, und obwohl wir seinen Standort in Dokumenten nicht kennen, scheint es nicht unangemessen zu glauben, dass es sich am Anfang der Emblematischen Straße La Tercia befand, an der am anderen Ende befindet sich die Pfarrei Nasa de la Asunción, in der zwischen beiden Gebäuden der letzte und beeindruckendste Abschnitt der Fronleichnamsprozession stattfindet. Das Interpretationszentrum Pecados y Danzantes hat zwei Stockwerke, ein Untergeschoss und einen schönen Innenhof, in dem Cocktailpartys, Empfänge usw. abgehalten werden können. Der im Erdgeschoss gelegene Hauptsaal empfängt und taucht den Besucher in ein Gefühl von Farben und Klängen ein, das ihn durch einen didaktischen Rundgang zwischen Vitrinen mit Dokumenten, Fotografien, alten Kleidungsstücken und Erklärententafeln führt, um das Festival zu verstehen Sünden und Tanze. In der Mitte dieses Raums befindet sich eine große Vitrine, in der sechs Kostüme der verschiedenen Charaktere des Festivals ausgestellt sind. Im ersten Stock ist der intimste und privateste Teil des Rituals. Durch textbegleitete Tafeln wird die Feier des Tages der Tiznaus und des Novizengalgens sowie der Teil der Koexistenz beider Gruppen gezeigt. Auch die handwerkliche Bearbeitung von Musikinstrumenten, Masken, Stäben etc. wird erklärt. In diesem Raum befinden sich auch Vitrinen mit Bibliografie und Publikationen, Büchern und Artikeln zum Festival. Schließlich verfügt das Interpretationszentrum über ein Auditorium mit einer Kapazität für 100 Personen, in dem 7 Videos von jeweils etwa 5 Minuten Dauer projiziert werden, die viele andere Aspekte des Festivals zeigen, wodurch der Besucher einen umfassenden Eindruck und Informationen über das Pecados-Ritual erhält und Danzantes de Camunas.